Hallo, meine lieben Freunde, da ist er wieder, euer Uwe. Habt ihr mich schon vermisst? Ich hoffe es doch. Ne? Denn das letzte Mal, wo ihr ein Video von mir gesehen habt, das war von der wunderschönen Insel Mallorca, wie ich dort war mit André Grieger. Und das ist schon ein paar Tage her. So, heute in meinem Video heute einfach mal so ein bisschen, was ist passiert auf Mallorca? Warum waren wir dort? Und was gibt es Neues? Also wie sind die Updates und was hat der Uwe so gemacht die letzten Tage und was hat der Uwe vor die nächsten Tage? So, beginnen wir mal mit Mallorca. Ich war ja mit André dort. Wir sind um die Insel rumgefahren eine Woche lang, haben im Grunde genommen uns das wunderschöne Inselchen angeschaut und waren sehr überrascht, also welche Vielfalt doch Mallorca zu bieten hat. Zum anderen waren wir dort wegen meiner Registrierungsnummer. Ich muss ja, wenn ich in Spanien, auch auf den Balearen, wenn ich dort leben möchte, muss ich mich ja registrieren mit der NIE-Nummer. Das habe ich dann auch getan. Das heißt also, mein Wohnsitz ist jetzt erstmal in Mallorca. So. Und das war bei mir die Priorität Nummer 1. Es hat funktioniert. Und die Priorität Nummer 2 war einfach mal, um die Insel rumzufahren, gewisse Logistik, Dinge mir anzuschauen, auch mal zu schauen, wer kommt eventuell als Kooperationspartner für Tauchaktivitäten in Frage. Da wurden viele, viele Fragen gestellt. Ja, Uwe, hast du schon eine Tauchschule gefunden? Welche willst du denn jetzt kaufen? In welcher Region willst du dich niederlassen? Bla, bla, bla. Für euch nochmal ganz klar, ich werde keine Tauchschule dort kaufen. Ich werde mich auch nirgendwo irgendwo am Wasser direkt niederlassen, sondern ich werde Tauchschulen, die dort schon existieren, als Logistikpunkt nutzen. Das heißt, ich werde die Boote, die diese Leute alle haben, nutzen. Ich werde den Platz nutzen zum Umziehen, so diese ganzen Sachen. Und ich will natürlich meinen Gästen die Schönheit komplett zeigen von Mallorca. Das heißt also, wenn zu mir einer kommt, der kann eigentlich von Nord nach Süd, von Ost nach West die schönsten Tauchplätze mit mir betauchen. Ich möchte nicht an einem Punkt fixiert sein. Deswegen brauche ich rings um die Insel herum Logistikpartner, die mir diese Logistik, diese Möglichkeiten zur Verfügung stellen und mit mir dann diese Tauchplätze anfahren. Das ist also erstmal der Sinn gewesen, warum wir da geschaut haben, wer ist da interessant für uns. Und wir haben einige sehr gute Tauchschulen gefunden, also nochmal nebenbei. Und wir werden auch dann weiterhin jetzt die nächsten Wochen dann noch ein bisschen uns umschauen. So, das war die zwei Gründe, also meine Anmeldenummer und dann die Logistik mal anschauen, mit wem man zusammenarbeiten kann. Dann sind wir nach einer Woche zurück und dann wurde Corona-Test gemacht. Wir hatten das Ergebnis in 24 Stunden. Somit war Quarantäne dann nicht unbedingt der Fall. Und ich bin dann auch relativ zackig dann weitergezogen, nämlich in die Schweiz. Das war also mein nächster Termin in der Schweiz. Und in der Schweiz habe ich mich getroffen mit Dominik. Und Dominik ist ein IT-Experte, der übernimmt für mich jetzt gerade so die Neugestaltung der Webseite. Und nebenbei hat er also auch für mich selbst, für den Uwe, ein Portfolio gemacht, damit der Uwe sich dann auch in der Industrie hier in Europa im Grunde genommen jetzt besser präsentieren kann. Man kennt mich in Amerika, aber hier in Europa bin ich eigentlich fast ein unbeschriebenes Blatt. Aber das wird sich ein bisschen ändern. Also da gibt es jetzt auch ein Portfolio von mir, wo der Uwe sich selbst präsentiert. Denn ihr wisst, wir werden uns so ein bisschen auf verschiedene Beinchen stellen. Und es gibt dann einmal die Uwe Scuba Dive Adventure Geschichte, die bleibt, die auf Mallorca dann auch stationiert wird und von da aus dann auch alle möglichen Kurse anbieten wird. Und das wird eine tolle Geschichte. Nebenbei werde ich mich selbst vermarkten als Uwe Rath, werde dann VIP-Service machen, Privatkurse, so diese ganze Geschichte, die ich auch in der Domrep ja schon gemacht habe für Casa de Campo, für die Privatjachten. Das werde ich also dann auch hier tun. Ich werde auch verschiedene Vorträge halten. Also bei mir geht es mehr auch in den Consulting-Bereich hinein. Und natürlich gibt es als Nummer 3 die ganze Geschichte mit Let's Dive Together zusammen mit André. Und da haben wir ja eigentlich in relativ kurzer Zeit schon wieder, wenn alles klappt, unseren nächsten Trip nach Ägypten. Eine Woche Tauchcamp und 2 Wochen dann Liveaboard. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, dass das im Grunde genommen funktionieren wird. So. Deswegen war ich bei Dominik und Dominik ist fleißig da am Arbeiten und ihr werdet das auch die nächsten Tage, Wochen dann in irgendeiner Form auch zu Gesicht bekommen. Auf jeden Fall schon mal mein Portfolio.
neben Dominik habe ich natürlich auch Richtung Liechtenstein hatte ich einen Termin. Und zwar war ich dort im Tauchersupply Vero und die Besitzerin, die Veronika, hat mit mir im Grunde genommen einen Crossover gemacht zu einem neuen Tauchverband, zu SSI. Warum, wieso, weshalb der Uwe jetzt auch noch übercrosst zu einem anderen Tauchverband, das würde jetzt hier dieses Video sprengen und deswegen habe ich mich entschlossen, genau über diesen Crossover eigentlich ein separates Video zu machen, wo man eigentlich mal so ein bisschen nochmal erklärt, Verbände und warum, wieso, weshalb jetzt ein Crossover. Das kommt also separat. So. Ich war also dann einige Zeit da in diesem Tauchersupply Vero für diesen Crossover, habe mich lieb nett unterhalten und ich werde also auch in Zukunft mein viertes Beinchen im Grunde genommen aufbauen und mit Tauchersupply Vero ein bisschen kooperieren und dort spezielle Kurse wird vermutlich dann der TDI-Bereich, Technical Diving International Bereich sein und dort vermutlich dann auch ein paar technische Kurse anbieten in der Schweiz. Also da werde ich dann auch ein bisschen aktiver werden. Also ich muss mich ja jetzt so ein bisschen streuen, denn bis Mallorca dann in die Pötte kommt, da wird es natürlich Frühjahr und das muss man dann auch natürlich so sehen. So, da war ich also in Liechtenstein in der Ecke und in Haag war das ganz genau und dann ging es zurück, da habe ich natürlich meine Ex-Partnerin, Geschäftspartnerin Janine getroffen und einen wunderschönen Tag in Zürich verbracht und dann war natürlich die Messe Interdive. Ich war auf der Interdive nur am Freitagnachmittag mit Dominik zusammen. Ich muss sehr ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht über die klitzekleine Messe. Ja, ich möchte sagen, Messe ist ein sehr übertriebenes Wort. Es war mehr eine Ausstellung. Und man war so in einer halben Stunde war man rundherum durchgelaufen und das war für mich der Grund, wo ich sagte, okay, ich brauche jetzt hier eine 3 Tage auf einer Ausstellung zu verbringen, die mir jetzt persönlich im Grunde genommen auch nichts groß gebracht hätte. Ich habe da einige Leute getroffen, mit einigen Leuten gesprochen, das war sehr lieb, sehr nett und so bin ich dann im Grunde genommen wieder zurück hier nach Deutschland. Und bereite jetzt im Grunde genommen meine Reise nach Mallorca vor, die jetzt in den nächsten Tagen dann wieder stattfindet. Momentan muss ich also noch ein Webinar machen von 17 bis 21 Uhr, 3 Tage lang. Das hat auch was mit diesem Crossover zu tun für SSI. Und ja, ich plane, so wie es aussieht, nächsten Montag wieder zurückzugehen nach Mallorca. Warum? Weil auf Mallorca natürlich ein bisschen Arbeit auf mich wartet, denn ich muss jetzt die Firmengründung machen und muss meine Sozialnummer, Sozialversicherungsnummer im Grunde genommen dort beantragen, dass ich versichert bin und. Das ist also jetzt mein primäres Ziel für diese Mallorca-Reise. Mein sekundäres Ziel ist natürlich, dass am 9. mein Geschäftspartner Alex kommt. Also der fliegt am 8. los, kommt am 9. in Spanien an, geht dann gleich weiter nach Mallorca. Und ich muss also dann schauen, dass ich jetzt in der kurzen Zeit auch da eine kleine Bleibe finde für ihn, wo er und sein Hund, deswegen ist er ja so lange drüben geblieben, wo die also dann auf Mallorca dann erstmal wohnen können. Das wird erstmal in der Nähe von Palma sein, weil Alex muss natürlich auch diese ganzen Papiere in irgendeiner Form machen und da ist es sinnvoll, dass man in der Nähe von Palma sich aufhält, anstatt dann da immer ganze Stunden zu verbringen und dann von irgendwo dann nach Palma reinzufahren. Also sinnvoll, dass man gleich in der Nähe der Ämter dann irgendwo wohnt. So, das ist dann erstmal da der Fall, wenn wir dort sind. Und Alex wird dann am 14. unseren Container in Empfang nehmen. Der Container ist auf dem Atlantik mittlerweile, der schwimmt hoffentlich noch und kommt am 14. in Alicante an. Und Alex wird da sein und wird den in Empfang nehmen. Und dann müssen wir schauen, wie wir das ganze Zeug dann natürlich auf die Insel Mallorca bringen. Das wird also dann ein Transporter sein mit der Fähre. So, aber da ist Alex dann zugange, denn ich werde, so wie es aussieht, dann auch schon wieder am 15. in dem Dreh zurück nach Deutschland gehen. Denn wie ihr ja wisst, haben wir ja um den 20. rum dann Ägypten auf dem Plan. Ich glaube, am 22. geht's los.
Und da haben wir eine Woche Tauchcamp und zwei Wochen Liveaboard. Und da ist der Uwe dann in Ägypten unterwegs mit André Krieger. Und wir werden so Mitte November zurückkommen. Und dann ist auf meinem Plan bis jetzt noch ein privater Kurs oben im norddeutschen Raum. Da geht es also um einen Dreimixkurs. Und da haben auch schon einige andere noch Interesse bekundet. Aber ich muss die Details natürlich erst absprechen mit meinen Leuten da oben aus Hamburg. Denn das ist ja nicht ganz so einfach, es ist ein Privatkurs. Und da muss ich natürlich gucken, was kann man dazu noch machen. Wir werden dann in Hemmoor tauchen gehen. Also was, wie es logistisch aussieht, muss ich dann noch abquatschen. Und ich werde euch aber dann da entsprechend natürlich informieren, dass Leute, die Interesse haben, da eventuell noch dran teilzunehmen, dass das auch machbar ist. So, dann ist der November nämlich schon so gut wie gelaufen. Und dann werde ich dann vermutlich wieder kurz nach Mallorca gehen und schauen, was ich mit Alex dann da so alles auskundschaften kann an Tauchplätzen und an Höhlensystemen, bla bla bla. Also das ist jetzt so mal der grobe Plan bis Ende November. So, und wollen wir hoffen, dass das alles so klappt und auch so funktioniert. Ich sehe dem Ganzen also positiv gegenüber, denn ich habe auch natürlich in Mallorca Hilfe. Ich habe also da eine Bekannte von mir mit ihrem Mann, die mir da sehr unter die Arme greift, was also diese ganze administrative Geschichte angeht, also anmelden, NIE-Nummer und so weiter und so fort. Wer sich da mal so ein bisschen schlau gemacht hat, der hat auch schon erfahren, dass man alleine für den Termin, um diese Nummer zu bekommen, mittlerweile über 4 Wochen, 6 Wochen warten muss, und bei mir ging das relativ zack zack innerhalb von 2 Tagen. Also da habe ich schon Glück gehabt, dass ich da so gewisse Leute doch kenne. So, ja, und das war's jetzt erstmal so grob vom Update her, und wenn ihr da gewisse Fragen habt, einfach einen Kommentar unten drunter schreiben und ich werde euch das selbstverständlich beantworten. Und für die, die dann noch ein bisschen intensiver wissen wollen, warum der Uwe diesen Crossover macht zum anderen Tauchverband, da kommt dann komplett ein separates Video für euch. So, jetzt läuft da gerade ein Käfer über das Bild. So, also da kommt ein komplett separates Video für euch. Und das war's für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.